7 Uhr in der Früh. Lindenberg erwacht allmählich zum Leben. Die Moderatoren von TV Allgäu Nachrichten wünschen allen einen guten Start in den Tag und verteilen fleißig Brezen. Pendler und Schüler sind froh über ein erstes oder zweites Frühstück. Brezen schmecken Leben. Doch seit wann gibt es eigentlich das Laugengebäck? Und wie kam es zu seiner charakteristischen Form? Die Württemberger behaupten, da der Kurfürst 1477 war das in Bad Urach, wo dem Bäcker unter Androhung der Todesstrafe per Fallbeil den Auftrag gegeben hat, der möchte bis heute Abend ein Gebäck haben, wo er dreimal die Sonne durchsickt. Dann hat er dann die Breze, wenn man sagt, die Sonne, sickt man die Sonne dann dreimal durch. Ich halte es mehr oder weniger für eine nette Anekdote. Die Bayern allerdings beanspruchen die erste Breze für sich. 1839 soll sie ein Münchner erfunden haben. Wer auch immer recht hat, zwischen bayerischen und württembergischen Brezen liegt ein großer Unterschied. Ja, mit Bayern, wir mögen sie gerne ein bisschen knackig, ein bisschen knusprig. Die Badener, die haben es dann schon sehr weich, da ist die Breze dann einfach mehr softig. Also es ist einfach der Fettanteil in der Breze ist da wesentlich höher als wie in der bayerischen, da ist zum Teil gar kein Fett drin. Also es ist ein bisschen knuspriger, auch von der Form her ist sie gleichmäßig. Hingegen die bayerische, also die schwäbische Breze eben die dünnen Arme hat und den bauchigen Rücken. Und weil Lindenberg eine Grenzregion der beiden Länder ist, gibt's hier eine Mischform. Knusprige, dünne Arme und ein weicher Rücken. Den Passanten jedenfalls scheint's gefallen zu haben. Im Nu hatten die Moderatoren die Brezen verteilt.